Moin ihr Lieben, Corinna und ich haben uns heute mit Chennai von Mudis Kochen und mit Emily von Sach an verabredet und wir sind heute hier bei Weihrauch zum Thema Kochen und Klönen. Ich würde sagen, Klönen können wir schon mal ganz gut und den Part mit dem Kochen übernimmt natürlich Chennai. Und du kannst uns mal kurz erzählen, was du heute mit uns vorhast. Also ich habe mir auf jeden Fall was sehr Schönes und Leckeres für euch überlegt. Ich werde euch in die türkische Küche entführen. Ich habe ein ganz leckeres Rezept, was wir nachher auch gemeinsam vernaschen können. Ja, und wir wollen natürlich auch irgendwas dazu beitragen, wollen hier nicht dumm rumstehen, sondern auch irgendwie was in der Küche machen. Und wir haben uns überlegt, wir machen einfach mal Brownies. Ne? Wir probieren uns einfach mal aus und hoffen, dass es schmeckt. Und ich habe auch einen wichtigen Job. Ich werde nämlich das Gekochte und Gebackene von den Mädels testen und natürlich auch ein bisschen genießen. Chennai, erzähl mal, was hast du vor? Wie heißt dein Gericht? Also wir machen heute Kürdan Kebab mit einem leckeren türkischen Reis dazu. Was genau so ein Kürdan Kebab ist, wird Emily euch im Laufe des Videos zeigen. Ich werde es jetzt auch mal versuchen. Kürdan Kebab. Das ist sehr gut, Emily. Mit dem rollenden fränkischen R ist das gar nicht so schwer, würde ich jetzt mal sagen. Was heißt das übersetzt? Kannst du das ungefähr übersetzen? Dazu zeige ich euch direkt mal was. Kürdan heißt auf Türkisch nichts weiter als Zahnstocher. Und Kürdan Kebab ist sozusagen eine Art Kebabform, die mit Zahnstochern aufgespießt werden. Aber dazu gibt es auch noch leckere Auberginen, Paprika und Tomaten. Und alles andere seht ihr dann gleich. Ich werde jetzt die Hackmasse für unsere Köfte, die sozusagen in den Kebab eingewickelt werden, würzen. Das Ganze bekommt als erstes einmal Paniermehl. Dazu muss ich euch verraten, jetzt gerade mache ich das nach Augenmaß. Aber im Rezept werdet ihr nochmal die genauen Angaben bekommen. Ein bisschen trockene Minze. Getrocknete Chili. Die kann man beim Türken übrigens ganz gut bekommen, denn die ist auch richtig scharf. Und das Wichtigste, das ist Kreuzkümmel, typisch türkisch, also in der türkischen Küche ein Must-Have. Und gerade im Bereich Fleisch würzen ist das ganz besonders lecker. Und Pfeffer. Und ein bisschen Salz und das mache ich jetzt wie der liebe Nusret, den Salt Bee. Nein, so machen wir das natürlich nicht, wir wollen es vernünftig machen, also wird es auch nochmal gesalzen. Und jetzt werde ich das Ganze ein bisschen verkneten, miteinander vermengen. So ein riesen Hackball hier. Genau, also wir formen die Hackbällchen und im Nachhinein werden die dann nochmal in die Aubergine eingewickelt. Und dann kommt auf jeden Spieß eine Paprika und eine Tomato. So. So, kommt mal mit. Wir gucken jetzt mal bei den Ilo-Mädels, was hier Feines vorbereitet wird. Hallo Mädels! Hallo schön! Wie schaut's aus bei euch? Was wird jetzt hier gerade Schönes vorbereitet? Ja, wir testen uns hier mal an den Brownies. Ich lese das Rezept vor. Maut kippt erstmal alles rein und ja, wir hoffen, dass es dann nachher auch schmeckt. Mal, was das so wird. Es wird auf jeden Fall schokoladig, das habe ich jetzt schon mitbekommen und ich freue mich persönlich auch schon sehr aufs Dessert. Ich hoffe, ihr auch. Maut hat einen Backpapiertipp, hat sie mir gerade verraten. Erzähl mal. Wenn man Backpapier in eine Form legen will, ist das ja meistens ein bisschen doof, weil das Backpapier wieder rauskommt. Und jetzt kann man ganz einfach das Backpapier vorher einmal komplett zusammenknüllen. Und wenn man es dann wieder auseinanderzieht, springt das nicht mehr raus. Okay, das ist ein Tipp, den kannte ich vorher auch noch nicht. Woher hast du das?
weiß ich nicht. Also ich bin ja überall da, wo es Schokolade gibt. Das ist schon mal klar. Und Maut hat gerade ganz laut gesagt, ach Emily, willst du mal hier irgendwie ein bisschen was abschlecken? Und ich würde sagen, ich teste jetzt schon mal den Teig so ein bisschen. Willst du mittesten? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann machen wir das mal zusammen. Oh, es tropft. Und los geht's. Prost. Für unsere Zuschauer. Wir sind hier am Dialoggara, oder ja. Wie ist das? Genau. Ist der neueste Shit, sag ich mal so. Das sagt man doch. So, ihr Lieben, wie ihr seht, sind wir jetzt schon bereits am Tisch. Das Essen ist fertig. Die Teller sind ordentlich gefüllt, danke. Und die Mädels dürfen jetzt erstmal testen. Und ich bin ganz gespannt, ob es ihnen schmeckt. Ich glaube, Shana muss jetzt jeden Mittag für uns kochen. Ja. Darf ich ein Fazit geben? Gerne. Ich finde es sehr, sehr lecker. Mir schmeckt die Köfte oder diese Füllung sozusagen von der Aubergine richtig gut. Also du hast recht mit den Gewürzen, also das macht schon richtig was her. Und ich finde, das ist halt trotzdem noch total frisch, weil da halt auch so viel Gemüse mit dran ist. Also ich bin begeistert. Genau, und wenn ihr das Rezept nachkochen wollt, über mir findet ihr den Link. Da gibt es das Rezept auf Mudis Kochen zu finden. Und ja, kocht es auf jeden Fall nach, schmeckt super lecker. Wir wünschen euch viel Spaß.